Hey und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um zwei Softwares, die ich schon sehr lange benutze, beziehungsweise eine ganze Weile benutzt habe, und zwar einmal um Photoshop und einmal um GIMP. Wir werden die ganzen vergleichen und am Ende werde ich euch sagen, welche Software ich für euch empfehlen werde. GIMP steht für GNU Image Manipulation Program. Und wie der Name schon sagt, ist GIMP eine Bildbearbeitungssoftware und auch dafür ausgelegt. GIMP ist eine komplette Freeware, heißt, es kostet keinen einzigen Cent. Wenn man will, kann man natürlich den Entwicklern etwas spenden, aber an sich ist GIMP komplett kostenlos. Außerdem hat man in der Vergangenheit gesehen, dass das GIMP-Team wirklich sehr viel an ihrer Software tut und auch daran arbeitet, zum Beispiel seit dem Update vor einiger Zeit ist die Benutzeroberfläche von GIMP wesentlich angenehmer geworden, auch vom Design her so ein bisschen an Photoshop angepasst worden, und viele Tools wurden vereinfacht, wie zum Beispiel das Transformationstool, das jetzt in einem einzigen Tool in GIMP vorhanden ist. Also man merkt bei GIMP auf jeden Fall, dass dort ein Team dahinter steht, das auf jeden Fall die Software auch verbessern will und sich um seine Nutzer kümmert. Das Adobe-Produkt Photoshop ist auch eine Bildbearbeitungssoftware, aber man kann sie nicht nur als solche abstempeln. Photoshop hat nämlich alle möglichen Verwendungsmöglichkeiten. Ich zum Beispiel benutze es regelmäßig zum Malen, natürlich auch zur Bildbearbeitung, aber auch zum Grafikdesign benutze ich es regelmäßig, und selbst Animationen habe ich mit Photoshop auch schon gemacht. Photoshop hat auch noch viele andere Bereiche, die ich selbst noch gar nicht ausprobiert habe, sowas wie zum Beispiel den 3D-Bereich oder so. Also Photoshop deckt eine ganze Menge ab an Dingen, die man damit machen kann, und das ist schon der erste Vorteil an Photoshop, und zwar, dass wenn man einmal Photoshop gelernt hat, es einem wesentlich leichter fällt, andere Dinge auch mit dieser Software zu machen, wie zum Beispiel Animationen oder Grafikdesign und so weiter und so fort, weil man sich einfach einmal in dieses Programm hineingefunden hat und die ganzen Tools und alles kennt. Photoshop ist natürlich keine Freeware, wie man sich vielleicht schon denken kann. Photoshop kann man sich als, soweit ich herausgefunden habe, günstigste Variante zum momentanen Zeitpunkt für 12 € zusammen mit Lightroom auf der Adobe-Webseite mieten, pro Monat natürlich der Preis. Man kann aber allerdings auch als Schüler oder Student für 20 € das komplette Adobe-Produkt, das komplette Adobe-Paket mit allen Adobe-Produkten, also auch sowas wie Illustrator, After Effects, Premiere und so weiter, kaufen. Also 20 € pro Monat. Das ist natürlich ein Preis, den vielleicht nicht jeder bereit ist zu zahlen, aber so ist das, wenn man mit dieser Software arbeiten will. Wenn man sich dazu entschieden hat, gleich das ganze Adobe-Paket zu kaufen, dann ist noch ein weiterer Vorteil, dass diese Produkte alle miteinander zusammenarbeiten. So kann man zum Beispiel erst seine Color Corrections in Lightroom machen und dann ohne Probleme diese Bilder dann in Photoshop übernehmen, um dort dann die weitere Bildbearbeitung zu machen. Das ist praktisch, weil das halt nahtlos ineinander überläuft und man außerdem keine unnötige Qualität verliert, indem man die Bilder halt immer extra exportiert und dann wieder neu importiert und wieder exportiert und wieder neu importiert, weil dabei das Bild immer weiter an Qualität verliert. Was ich außerdem noch an Photoshop hervorheben will, ist, dass es einem viel mehr Freiheiten gibt in dem, was man machen kann, und eine Menge mehr Features hat als GIMP zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn ich ein Bild importiere, wird dieses direkt als Smart-Objekt erkannt und ich kann es skalieren, wie ich will, ohne dass es die Qualität verliert, bis ich dann aufhebe, dass das ein Smart-Objekt zum Beispiel sein soll. Außerdem gibt es viele verschiedene Features, die, wie gesagt, GIMP nicht hat. Besonders fällt mir das im Textdesigning auf. Also wenn ich irgendwelche Texte schreiben will, habe ich in Photoshop viel mehr Möglichkeiten, dort Einstellungen vorzunehmen, wie zum Beispiel die Schrifthöhe oder auch die Schriftbreite und so weiter einzustellen. Das sind einfach Sachen, die sind zwar sehr spezifisch, aber die ziehen sich durch, die gibt es in jedem Bereich, dass es einfach so spezifische kleine Features gibt, die einem doch in seinem Workflow sehr helfen können, die man einfach in GIMP teilweise vermisst. Außerdem hat Photoshop im Allgemeinen einfach eine bessere Performance, das heißt, Photoshop beansprucht den PC nicht zu sehr, zumindest weniger als GIMP, und ermöglicht damit halt ein flüssigeres Arbeiten. Natürlich sind das auch Unterschiede zu GIMP, und GIMP hat auch einige Dinge, die Photoshop in der Form zumindest nicht hat. Das heißt, für manche kann es auch sein, dass das GIMP-Layout und die GIMP-Tools für einen selbst angenehmer sind. Allerdings ist die Bandbreite an Möglichkeiten in Photoshop größer. Das liegt zum einen einfach daran, dass GIMP noch nicht so weit entwickelt ist wie Photoshop, was natürlich auch verständlich ist, weil GIMP auch schlichtweg nicht die Ressourcen in die Entwicklung stecken kann wie Adobe, weil, wie gesagt, GIMP ist komplett kostenlos und das muss man ihm an der Stelle auch einfach zusagen. Dafür, dass es kostenlos ist, ist es echt hervorragend, aber kann halt noch nicht mit Photoshop in der Entwicklung der Tools und in der Genauigkeit der Tools, wenn ich gerade an sowas wie Auto-Selections oder so denke oder Content-Aware-Fill in Photoshop oder so denke, an solche Sachen kommt GIMP zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht ran, weil es noch nicht diese Ressourcen hat, sich so weit zu entwickeln. Sowohl Photoshop als auch GIMP haben mehrere und verschiedenste Plugins, die man sich dazu installieren kann, die dann entweder kostenlos oder nicht sind. Ich denke da zum Beispiel in Photoshop an das Color Wheel, das man sich für, ich glaube es waren $9, ich blende es hier auf jeden Fall nochmal ein, sich dazu holen kann, wenn man dann das Color Wheel mit dem Dreieck haben will und dort noch ein bisschen mehr Möglichkeiten haben will. Aber es gibt auch viele solche Dinge wie zum Beispiel Texturen über bestimmte Objekte in deinem Bild in Photoshop zu legen und all solche Späße, habe ich alles schon gesehen. Aber auch für GIMP gibt es viele solche Sachen. Bei der alten Version von GIMP ging das noch, das war sehr schön. Da gab es so ein Plugin, wie man zum Beispiel schön Texte um Kreise herum machen kann. Sowas ist auf jeden Fall auch cool. Und sowohl in Photoshop als auch in GIMP gibt es solche Plugins. Ich würde fast behaupten, dass es in Photoshop noch eine größere Auswahl gibt. Einfach weil die Software einfach größer ist und mehr Umfang hat, bietet sie in diesem Fall einfach ein bisschen mehr. Genauso ist es im Prinzip... auch wenn es um Support geht, beziehungsweise um Tutorials über diese Software. Beide Software haben eine ganze Menge Tutorials, wie gesagt, ich habe sie Ewigkeiten beide benutzt. Was mir bloß aufgefallen ist, dass bei Photoshop der Support und die Tutorials und alles, was man dazu findet, ein bisschen professioneller sind und man ein bisschen einfacher an die Informationen kommt, die man haben will. Und im GIMP ist es halt alles so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, es gibt auch natürlich die Inhalte, die sind zu finden, aber man fühlt sich einfach nicht so professionell beraten, beziehungsweise sind die Anlaufstellen dazu nicht so professionell wie bei Photoshop. Ob das dann einen stört oder nicht, ist die eigene Meinung. Ein Punkt, der mir bei Photoshop auf jeden Fall negativ aufgefallen ist, und das habe ich damals schon in meinem Krita vs. Photoshop Video erwähnt, war einer, der mir aufgefallen ist, als ich auf Photoshop umgestiegen ist. Und zwar gibt einem Photoshop sehr strikte Vorgaben, wenn es um die Belegung von Keyboard-Shortcuts geht, beziehungsweise Hotkeys geht. Zum Beispiel hatte ich früher immer meinen Pinsel größer machen werden auf G und mein Pinsel auf B und meinen Pinsel kleiner machen auf Steuerung B, aber Steuerung und eine andere Taste als Kombination lässt Krita in dem Falle nicht zu, sondern bloß für solche Befehle wie zum Beispiel alles auswählen mit Steuerung A oder Steuerung D für nichts auswählen. An solchen Stellen lässt Photoshop Steuerungsbefehle zu, aber an anderen nicht. Das hat mich sehr gestört, was ich sehr schade finde, weil ich denke, das kann eigentlich keine sonderlich große Hürde sein, das mit in Photoshop einzubauen, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich gestört hat, aber nach einer Weile hat man sich natürlich auch an die verschiedenen Shortcuts und Hotkeys gewöhnt in Photoshop und in dem Sinne war das jetzt bloß ein temporärer Nachteil. Man kann also als Fazit sagen, dass Photoshop einfach die professionellere und ausgereiftere Software von den beiden ist. Wesentlich mehr Umfang und wesentlich mehr Anwendungen in einem kombiniert. Wie schon gesagt, von Grafikdesign über Malen, über Bildbearbeitung, über 3D-Modellieren, über Animation und so weiter, bietet einem Photoshop eine ganze Reihe an Dingen. Wobei man sagen muss, dass GIMP auch sehr, sehr viele ähnliche Produkte hat, beziehungsweise ähnliche Tools wie Photoshop auch hat und diese integriert hat, auch in teilweise anderen Varianten, die sich dann aber auch bloß auf die Bildbearbeitung beziehen. Zum Beispiel ist GIMP, obwohl ich das getan habe, aber dafür ist es einfach nicht gemacht und das merkt man auch, zum Malen zum Beispiel nicht geeignet. Da würde ich andere Produkte wie zum Beispiel Krita empfehlen, wenn man kostenlos gehen will. Aber für den Einstieg würde ich auf jeden Fall sagen, wenn man sagt, ich will es bloß ein bisschen ausprobieren, ich weiß noch nicht so richtig genau, wie das Ganze hier weiterlaufen soll, Würde ich auf jeden Fall GIMP empfehlen, da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Ich bereue es auch kein Stück, dass ich damals mit GIMP eingestiegen bin, aber wenn man dann seine Arbeit auf die nächste Stufe sozusagen bringen will und das Ganze ein bisschen ernster sehen will und auch in der langen Hinsicht dann damit arbeiten will, lohnt es sich auf jeden Fall auf Photoshop umzusteigen, weil das einfach Skills sind, die man in seinem Workflow halt braucht. Und wenn ich jeden Tag halt arbeite mit den Produkten, dann ist es für mich auf jeden Fall lohnenswert, Photoshop zu benutzen, weil wie gesagt, ich benutze halt Photoshop so ziemlich jeden Tag, mehrere Stunden, deshalb lohnt es sich für mich, Photoshop zu benutzen. Aber wenn ihr meint, dass ihr jetzt erstmal so neu seid in der ganzen Geschichte, in der ganzen Bildbearbeitung und so weiter, dann würde ich euch auf jeden Fall GIMP ans Herz legen. Wie gesagt, wenn ihr weniger auf die Bildbearbeitung, sondern mehr aufs eigene Malen aus seid, dann kann ich euch Krita empfehlen. Krita ist ein, wie gesagt, kostenloses Programm. Dazu habe ich auch schon ein kleines Tutorial zu gemacht, beziehungsweise ein Vergleichsvideo zwischen Photoshop und Krita. Das könnt ihr euch noch anschauen. Und dann hoffe ich, dass man verstanden hat, was so die groben Unterschiede zwischen Krita und GIMP sind. Ich wollte jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das einfach den Rahmen sprengen würde an der Anzahl an Tools und Möglichkeiten, die einem Photoshop bzw. GIMP liefert. Vielleicht hat es dem einen oder anderen geholfen, sich zu entscheiden, welche Software er denn benutzen sollte bzw. ob er denn umsteigen sollte oder nicht. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal und bis dahin, adios!